Herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe Erste Schritte mit dem Schulpaket von Hodgenroth Software. In diesem Video stellen wir Ihnen die Übersicht der Ergebnisse und das Anlegen einer Variante im Energieberater vor. Aktuell sehen Sie die Übersicht Ausgabe der Ergebnisse im Energieberater. Hier lassen sich einmal die Angaben zur Nutzenergie und Primärenergie anzeigen. Wir sehen jedenfalls auch unsere Anforderungen für den Bereich WEG und unten auch, wo unser Gebäude gerade auf der Skala ausgewiesen wird. Unter diesem Punkt haben wir hier weitere Reiter, wie beispielsweise den Punkt der Übersicht, wo wir einen Einblick über den Heizwärmebedarf, den Warmwasserbedarf, Anlagenverluste, End- und Primärenergiebedarf zu unserem Gebäude finden. Ebenso aufgeschlüsselt die Verluste, wie verhalten sich die Verluste gegenseitig innerhalb des Gebäudes zum Dach, Außenwand, Fenster, Keller, Lüftung oder auch der Heizung. Über den Punkt Brennstoff finden wir die Angaben zum Brennstoffbedarf mit entsprechenden auch den Kosten, anpassbar über den Punkt Brennstoffdaten oder Kostenübersicht. Wir haben einen Ausblick auf den Punkt der Emissionen, der CO2-Emissionen, SO2 und NOx-Emissionen. Wir können uns anschauen, wie die Bilanz des Gebäudes aussieht. Hier müssen wir einmal durch Anklicken, können wir uns das Ganze in die Vergrößerung holen, quasi auch als Ausdruck oder als Vorab-Ausdruck unseres Projektes. Und im Punkt Bewertung sehen wir, wo unser Gebäude gerade energetisch steht, Jahresprimärenergiebedarf und die Transmissionswärme, Verluste hier nochmal so klein in der Tabelle. Auch das lässt sich über Anklicken in eine Ansicht holen. Das ist also die Übersicht Ergebnisse mit den unterschiedlichen Rubriken, die wir hier wechseln können. Ergänzend dafür haben wir hier auf der rechten Seite den Bereich der Ausgabe und hier finden Sie über die Schaltfläche Auswählen die Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen zum Ausdruck. Ausdruck haben wir hier verschiedene Nachweise, sei es die Erstellung eines Energieausweises, Ausdruck der erneuerbaren Energien, das DIN-Formblatt, geht es um einen Berechnungsnachweis für den Bauantrag, Ausdruck des sommerlichen Wärmeschutzes, Anforderungen, GEG, NFB, GKfW-Anforderungen und der nächste Punkt vor Ort Beratung. Hier haben Sie in Ihrem Schulpaket ebenso Zugriff auf den Punkt ISFP, den Sie hierüber auswählen können oder aber auch sich hier einmal den Beispielbericht für das PDF anzuschauen. Die unteren Punkte wie Komplettsanierung Word-Export, Sanierungsfahrplan Word-Export stehen Ihnen im Schulpaket nicht zur Verfügung. Aber wie gesagt, ein ISFP lässt sich erstellen. Aktuell befinden wir uns allerdings im Ist-Zustand. Insofern kann man diesen hier gerade nicht aufrufen. Gucken wir uns gleich mit der erstellten Variante an. Unter Berichte finden Sie den Beratungsbericht mit Variantenvergleich. Diesen Bericht können Sie in Ihrem Schulpaket auswählen. Und ich wähle jetzt hier einmal Bericht direkt ausgeben, Ausdruck auswählen. Und diesen Bericht können Sie auch nach Word exportieren, um beispielsweise eine Projektarbeit damit zu erstellen. Hier ist ein Ergebnisbericht oder der Beratungsbericht, Ihre Angaben zum Projekt, allgemeine Angaben, Ist-Zustand des Gebäudes, Beschreibung der Anlagentechnik, Energiebilanz, Bewertung des Gebäudes, Zusammenfassung und Ergebnisse sind natürlich jetzt hier nicht viele Seiten, ist jetzt erstmal nur der Ist-Zustand. Je nachdem, wie viele Varianten Sie anlegen, haben Sie natürlich hier mehr Seiten und dieser lässt sich nach Word exportieren. Wie gesagt, in Ihrem Schulpaket, der unter der Rubrik Berichte, Beratungsbericht mit Variantenvergleich, diesen Bericht können Sie ausgeben. Über die rechte Maustaste können Sie auch noch hier einstellen, können Sie natürlich auch den Titel hier im Vorfeld schon verändern und Sie haben die Möglichkeit, über Häkchen mit anzugeben, was Sie mit ausdrucken möchten oder nicht oder auch wie die Ergebnisse, welche Ergebnisse sollen dargestellt werden und sollen das große Diagramme sein oder eher kleine. Der Unterschied, um es mal aufzuzeigen, nehmen wir bei den ersten mal kleine Diagramme, folgen natürlich hier noch der Punkt der Anhänge oder auch die Farbänderung, die Sie vornehmen können.
ich jetzt hier nochmal den Bericht auf Ausdruck auswählen gehe. Und dann müssen wir etwas nach hinten überschlagen. Dann sind das beispielsweise die großen Grafiken, dieses sind die kleinen. Wie gesagt, hier Word Export lässt sich nach Word exportieren unter der Rubrik Berichte, Beratungsbericht mit Variantenvergleich. Des Weiteren steht Ihnen Bericht GEG, NF-Neubauwerte zur Verfügung, genauso Berechnung der Bauteile, die Berechnungsunterlagen nach 18599 oder aber auch die Ergebnisdarstellung nach DIN 18599 bei Blatt 3, Bauteilübersicht mit Schichtaufbau oder aber auch die detaillierte Ausgabe der 18599 Berechnung. Unter dem Punkt Erfassung stehen Ihnen hier Erfassungsbögen zur Verfügung, die Sie ausdrucken, um dann für Ihr Projekt gegebenenfalls nutzen zu können. Ja, all dieses, wie gesagt, unter dem Punkt Berichte, hier, wenn wir ganz vorne sind, Ausgabe hier auf Auswählen. Und der Bericht, der gewählt ist, wenn wir jetzt auf Drucken gehen, dann würde jetzt dieser Bericht GEG-NF-Anforderung dann auch in die Vorschau kommen und könnte gedruckt werden. Neben der Übersicht Ausgabe haben wir noch den Punkt der Diagramme. Hier lassen sich verschiedene Diagramme anzeigen oder auch generieren über den Diagrammgenerator oder auch, wenn man jetzt eine Variante angelegt hat, auch den Bereich der Wirtschaftlichkeit Berechnung zu starten. Das erstmal nur die Ergebnisse im Ist-Zustand. Wollen wir für dieses Projekt auch eine Variante anlegen, um in Richtung Beratung zu gehen oder auch ein ISFP oder aber auch eine alternative Anlagentechnikform oder Dämmung zu wählen, machen wir das über diese Schaltfläche Variante anlegen. Und diese Variante möchte natürlich auch, braucht einen Namen, nennen Sie mal Test. Das geht hier gerade, das ist halt immer mit dem, nennen wir sie mal Test V, dass der Buchstaben A nicht geht, hat hier was mit dem Aufzeichnungsprogramm zu tun. So, das ist unsere Variante, erkennen wir hier oben über diese Schaltfläche Variante, in der wir uns jetzt befinden. In unserer Funktionsbereiche auf der linken Seite ist neben dem Punkt der U-Werte auch der Bereich der Sanierung dazu gekommen. Hier lassen sich jetzt Sanierungsmaßnahmen für unsere Bauteile zuweisen, beispielsweise auf das sich um neue Fenster handelt. Dafür steht hier einmal so ein, den wollte ich nicht, sondern ein Standardassistent zur Verfügung, beispielsweise auszutauschen in Wärmeschutzverglasung, falls noch nicht vorhanden, oder eine Außenwand oder das Dach zu dämmen mit einer entsprechenden Schichtdicke und Lambda-Wert. Alternativ lassen sich aber auch wie beispielsweise bei den Fenstern diese austauschen, um ein komplett neues Fenster zu wählen mit einem besseren U-Wert. Können wir hier auf einen Katalog zugreifen und das möchten wir auch mal für alle Fenster übernehmen. Oder aber bestimmte Sanierungsmaßnahmen über den Assistenten. Und dann hier einen Maßnahmenkatalog, den man hier öffnen kann, zuzugreifen, dann hier zu wählen, mit welcher Dicke Lambda-Wert saniert werden soll. Unser alter U-Wert 0,24, wenn da jetzt 14 cm natürlich mal 0,32 draufkommen, dann kommen wir auf einen neuen U-Wert von 0,12. Die ist jetzt hier auch schon gewählt, das möchten wir mal für alle Außenwände übernehmen. Und damit verbessert sich natürlich, halbiert sich hier dieser U-Wert. Und unser ganzes Gebäude hat sich durch diese Maßnahme jetzt auch verschoben. Grau ist das alte Gebäude oder unser Ist-Zustand und gelb die Variante. Na, genauso können wir das bei der Anlagentechnik entsprechend auch ergänzen oder austauschen. Auch hier gibt es dann die Möglichkeit, das zu ergänzen, zu bearbeiten, beispielsweise den Kessel auszutauschen oder nicht den Brennwertkessel zwar zu lassen, aber gegebenenfalls mit Herstellerdaten zu wählen. Das heißt, wir haben ja auch Zugriff auf einen Anlagenkatalog von Herstellern und können also hier spezifisch mit Produktdaten rechnen. Genauso wäre es aber auch möglich, das Gebäude mit einer Solaranlage zu ergänzen oder jetzt mit einer PV-Anlage zu versehen. Und über den Punkt Übersicht Ausgabe
sehen wir dann zum einen, wie sich unser Gebäude hier verhält, besser geworden ist mit der Nutzenergie, End- und Primärenergie, wie sich das hier verschoben hat von 134 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf 105. Und wenn wir jetzt auf die Rubrik Auswählen gehen, beispielsweise Vorortberatung, ISFP, dann lässt sich dieser jetzt starten und wir können hier eine ISFP erstellen. Nützlich für Ihre gegebenenfalls Projektarbeit sollten Sie dort einen Sanierungsfahrplan erstellen. Finden Sie hier auch das Handbuch, die Kurzanleitung und eine Checkliste und auch nochmal einen speziellen FAQ-Bereich nur für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans. Das Handbuch, die Kurzanleitung und die Checkliste finden Sie aber, zeige ich Ihnen gleich, auch nochmal unter dem Punkt der Hilfe. Ebenso kann man natürlich jetzt unter dem Bereich der Berichte auch diesen Beratungsbericht mit Variantenvergleich, jetzt macht er Sinn, ausgeben und wie gesagt diesen Bericht, Beratungsbericht mit Variantenvergleich unter Berichte, diesen können Sie nach Word exportieren. Erfassungsbogen, genau wie gehabt, auch eben schon beim Ist-Zustand, steht hier wieder genauso zur Verfügung. Ebenso, wenn man mehr als eine Variante erstellt hat, lässt sich hier ein Variantenvergleich aufzeigen, öffnen. Je mehr Varianten man natürlich gemacht hat, desto mehr erscheinen hier in dieser Liste. Und die Anzeigen lassen sich auch über die Funktion hier Anzeige anpassen, welche Grafiken sollen hier dargestellt werden. Über den Punkt der Wirtschaftlichkeit lassen sich dann Kosten, die hinterlegt sind für die einzelnen Sanierungsmaßnahmen, diese erstellen. Hier sind einmal die Maßnahmen aufgeführt. Über Ergebnisse haben wir dann die Angaben, was verändert sich, Ist-Zustand, sanierter Zustand, die Randbedingungen für die Kalkulation, unsere Investitionskosten, was sind die Mehrkosten der Energiesparmaßnahmen und wie sieht es aus mit der Einsparung. Jetzt handelt es sich hier um einen Neubau, wo natürlich die Einsparungen jetzt nicht so groß wären, was jetzt hier aufgezeigt wird. Aber einfach nur als Beispiel mal angezeigt, was finden Sie in der Übersicht Ausgabe Ergebnisse, sei es, ob Sie sich jetzt nun im Ist-Zustand befinden oder in der Variante. Wo verbergen sich die Berichte, wie gesagt auch unter Übersicht Ausgabe hier auswählen und über die Funktion Variante anlegen lassen sich hier verschiedene Varianten anlegen. Sie können hier entweder ausgehend von einer Variante, die schon existiert, wie meine Testvariante, eine neue Variante erstellen, das heißt eine Variante der Variante. Oder soll es sich um eine Alternative zu dieser Variante handeln? Gehen wir auf den Ist-Zustand und machen ausgehend vom Ist-Zustand eine parallele Variante zu der eben bereits erstellten Variante. Angesprochen den ISFP über den Punkt Hilfe. ISFP, individueller Sanierungsfahrplan, haben Sie auch hier Zugriff auf das Handbuch, Kurzanleitung und Checkliste, gerade jetzt vielleicht zur Unterstützung im Schulpaket oder in Ihrer Weiterbildung, alles was sich rund um das Thema Energieberatung dreht, finden Sie hier bestimmt auch nochmal nützliche Hinweise oder Angaben, die Ihnen bei Ihrer Weiterbildung weiterhelfen können. Das war unser Kurzvideo, erste Schritte, Übersicht, Ergebnisse und Anlegen einer Variante. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.